Endlich ist er da, der 1. September, und du erhältst wieder deine Monatsbotschaft. Und wer aus der geistigen Welt diesen Monat für dich da ist, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster Barbara Masur. Ja, ich freue mich, dass du da bist, und diesen Monat ist keine geringere als die Königin der Engel selbst, als Mutter Maria an deiner Seite. Und sie hat natürlich wieder ganz, ganz tolle Botschaften für uns, und sie möchte uns helfen, ja, bei unseren Themen, die wir immer mal wieder so mit uns rumschleppen, die wir nicht noch nicht aufgelöst haben. Ja, ihr wisst ja, dass wir alle mit Seelenplänen sozusagen auf die Welt gekommen sind, und nicht alle diese Seelenpläne sind göttlichen Ursprungs, muss man sagen. Tatsächlich ist es auch so, dass da Luzifer ganz schön eingegriffen hat in unseren Seelenplänen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch immer gucken, was können wir davon auflösen, ne? Was ist denn überhaupt, ja, was brauche ich jetzt nicht mehr? Wo ist meine Belastung, ne? Was habe ich mir da alles, in Anführungszeichen, ich habe mir nicht hier vorgenommen, da so einen schweren Rucksack zu tragen. Aber was wurde mir da untergejubelt sozusagen? Vorgetäuscht, dass es gut ist, dass ich das mal mitnehme sozusagen. Ja, und deshalb, meine Lieben, ist Mutter Maria da, denn sie möchte uns helfen. Sie möchte dir helfen, diesen Monat daran zu arbeiten und all das, ja, Belastende, das, was du nicht mehr benötigst, aufzulösen und das zu stärken, was dir weiterhilft. So, in deinem spirituellen Wachstum. Und deshalb möchte ich jetzt diese wunderbaren Karten von Mutter Maria, das König der Engel-Orakel und hier kommt die erste Karte, die zweite nehme ich auch direkt, die dritte auch. Und die vierte, sagt sie, darf ich auch nehmen. Gut. So, bin ich sehr gespannt. Also, bitteschön, hier sind ihre vier Karten und du darfst dir eine davon aussuchen. Und wenn du dich für die 1 entschieden hast, wow, schau mal, welch ein tolles Bild. Ganz oben steht Gott. Damit ist natürlich die eine wahre Urquelle gemeint, unser Schöpfer. Ich trete zur Seite und gebe jegliches Bedürfnis nach Kontrolle auf, um Raum zu schaffen für Gottes heilende Liebe, damit sie durch mich und durch diese Situation fließen kann. Sehr schön, eine tolle Botschaft. Also, Mutter Maria möchte, dass du die Arme halt noch mehr ausbreitest, dass du dein Herz öffnest und diese heilende Liebe spürst, diese bedingungslose Liebe unseres Schöpfers. Ich lese dir noch gerne mal die weiterführende Botschaft aus dem Buch vor. Du hast um Hilfe gebeten und jetzt ist die Zeit gekommen, dem Himmel die Erlaubnis zu geben, dir zu helfen. Die göttliche Liebe und Weisheit stand und steht dir jederzeit zur Verfügung, vorausgesetzt, du bist bereit, seinem göttlichen Willen zu vertrauen. Überlasse alle nicht geheilten Aspekte der Beziehung deinem Schöpfer, Mutter Maria und den Engeln, um eine engere und vertrauensvollere Verbindung herzustellen. Das mag ungeheures Vertrauen deinerseits erfordern, vor allem, wenn du nirgends eine Lösung für deine gegenwärtige Situation sehen kannst.
Diese Karte weist dich darauf hin, dass du diese Situation im Alleingang klären wolltest, in dem Versuch, das Resultat hervorzusehen und zu kontrollieren. Angst entsteht aus einem Misstrauen in die göttliche Ordnung und göttliches Timing, zusammen mit Enttäuschung, wenn andere Menschen deinen Plänen nicht folgen. Wenn du dein Bedürfnis aufgibst, das Drehbuch selbst zu schreiben, wird dir das helfen, dich zu entspannen und letzten Endes bessere Resultate zu erzielen. Der Urquelle stehen alle Mittel zur Verfügung, dich und die Situation zu heilen, wenn du ihr erlaubst, die Kontrolle zu übernehmen. Ja, also, wie gesagt, ne, öffne dein Herz, breite die Arme aus und lass diese Liebe fließen. Lass dir helfen und vertraue darauf, dass es wirklich einen Lebensplan gibt und eine Berufung, die du ausüben darfst. Es ist ja so, dass wir, bevor wir auf die Welt kommen, wenn wir noch reines Licht und Liebe sind, also als Seele da oben im Himmel sozusagen, dann machen wir schon einen Seelenplan, weil dieser Ort hier ist ja schon der größte Schulungsplanet, den wir haben. Und wir machen das zusammen mit Erzengel Metatron unter anderem, mit unserem Geistführer. Und da möchte Mutter Maria dich wieder hinführen, dass du diesen wahren Seelenplan erkennst. Und dich dem öffnest und dir dich traust, dich führen zu lassen, diesen Weg zu gehen. Denn dieser Weg, das ist natürlich ein ganz fruchtsamer Weg und ein wunderschöner. Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Ja, sehr schön. Also lade dir Mutter Maria noch einmal ganz deutlich ein. Meditiere abends, nimm sie in deine Gebete auf und lass dir helfen. Sehr schön. So. Jetzt, wenn du dich für die 2 entschieden hast, schau mal, hast du auch eine sehr schöne Botschaft, schöne Karte. Sei stark. Ich raffe mich auf und tue, was getan werden muss. Ja. Also, nicht hängen lassen bekomme ich da rein. Also, raus aus dem, was dich aufhält, sozusagen. Ja, sich so ein bisschen hängen lassen, sich hingeben dem, der Faulheit sozusagen. So, das kriege ich gerade irgendwie so rein. So das nicht durchhalten. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, sagt Mutter Maria, den inneren Schweinehund mal zu überwinden und stark zu sein, dich aufzuraffen und durchzuhalten. Und jetzt lese ich dir noch den Text dazu vor. Diese Karte rät dir, schnelle und bestimmte Schritte zur Lösung deiner gegenwärtigen Situation zu unternehmen. Mutter Maria versichert dir, dass du stärker bist, als du denkst. Zudem kannst du dich an den unerschöpflichen Urquell von Gottes Kraft wenden, um dich aufzuraffen. Schwelge nicht in irgendwelchen Opfergefühlen oder Passivität, sondern benutze jetzt deine gottgegebene Kraft. Unter Umständen bittet dich diese Karte, physisch aktiver zu werden, um einen starken, gesunden Körper zu entwickeln.
Wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, Gewicht heben zu einem Teil deiner physischen Routine zu machen, dann ist diese Karte eine zusätzliche Bestätigung, dass es an der Zeit ist, mit dem Training zu beginnen. Sehr schön. Also Gewichtheben ist natürlich symbolisch gemeint. Das kann natürlich auch Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen, was auch immer sein. Oder dein täglicher Spaziergang im Wald, durch den Wald. Also das ist das, was ich meinte. Ne? Das ist so, ja, diesen inneren Schweinehund überwinden und wirklich jetzt mal am Ball bleiben und weitermachen. Das tun, was getan werden muss. Genau. Du kannst dir natürlich auch neben Mutter Maria immer die Engel zur Unterstützung auch rufen. Maria wird sie sowieso mitbringen. Und lass dir helfen. Vielleicht bekommst du dann auch Unterstützung in Form eines anderen Menschen, zu dem du geführt wirst. Oder wenn es sich tatsächlich bei dir um Sport handelt, liegt auf einmal die Werbung von einem Fitnessstudio im Briefkasten. Wie auch immer. Also die Engel, sie werden dir Lösungen zeigen und Wege aufzeigen, wie du rauskommst aus deiner Passivität. Gut. Ja, sehr schön. Schreib mir auch gern in die Kommentare. Und jetzt geht es um Karte Nummer 3. Sehr schön. Handeln. Heute werde ich aktiv im Hinblick auf die Prioritäten, die ich zuvor aufgeschoben habe. Ja, wunderbar. Sie schließt so ein bisschen an die vorherige Karte an. Ja, genau. Auch hier ganz wichtig, durchziehen. Ne? Jetzt mal wirklich das machen, was wichtig ist und was getan werden muss. Mutter Maria sendet dir diese sanfte Mahnung, dass du manchmal physisch aktiv werden musst, um deine Gebete beantwortet. Achso, damit deine Gebete. Mutter Maria sendet dir diese sanfte Mahnung, dass du manchmal physisch aktiv werden musst, damit deine Gebete beantwortet werden. Das gilt auch für deine gegenwärtige Situation, bei der du vielleicht eine Priorität nicht beachtest oder die Arbeit daran aufgeschoben hast. Mutter Maria ist voller Mitgefühl und versteht, dass du vielfältige Verantwortungen hast, die deine Zeit und Aufmerksamkeit fordern. Dennoch ist dies ein Fall, wo die Dinge stagnieren, bis du Schritte in die von dir gewünschte Richtung unternimmst. Um zu klären, welche Schritte du nehmen musst, setz dich still hin und stelle deinem Herzen folgende Fragen. Was ist mir am wichtigsten? Wie viel Zeit widme ich diesem Prioritäten täglich? Was kann ich jetzt in diesem Moment tun, um sie zu fördern? Achte auf die Gedanken und Gefühle, die hochkommen, da sie Teil der Antworten auf deine Gebete sind. Dann bitte Mutter Maria und die Engel, deine Motivation und dein Selbstvertrauen zu stärken, um entsprechend aktiv zu werden. Ja, sehr schön. Wunderbar, eine tolle Botschaft von Mutter Maria. Und gerade ist es ja tatsächlich auch so, dass das Wetter, was wir haben, uns träge macht. Sehr, sehr viele Menschen berichten mir das, dass sie richtig müde sind, dass sie gar nicht so diese Motivation haben, diese Kraft haben, das zu tun, was sie gerne tun möchten. Und da kommt jetzt Mutter Maria ins Spiel, denn sie möchte dir wieder diesen Energieschub schenken, damit du rauskommst aus deiner Passivität, damit du wieder stark wirst und ja, und das tun kannst, was getan werden muss, damit du ins Handeln kommst, um deine Ziele zu erreichen. Wunderschön, eine tolle Botschaft für diesen Monat. Also, jetzt, ne?
atme durch und lege los. So, die Nummer 4, wenn du dich für die 4 entschieden hast, schau, dann ist Mutter Maria mit dieser Information bei dir. Stille. Ich bin ganz still und ich höre hin. Ja, wunderschön. Na, auch hier möchte Mutter Maria, ja, dass du zu dir wieder findest. Ne? Wahrscheinlich bist du ziemlich abgelenkt gewesen so in den letzten Zeiten oder hast dich ablenken lassen. Und jetzt möchte sie, dass du deine Mitte wiederfindest und dass du in die Stille kommst. Damit, da funktioniert es natürlich am besten. So. Und vor allen Dingen, wenn du in der Stille bist, fühlst du auch oder hörst sie, je nachdem, die Antworten, um die du gebeten hast. Das ist auch immer ganz wichtig zu wissen. So, ja, jetzt, hier. So, die Antwort, die du suchst, kann in der Stille gefunden werden. Diese Karte rät dir, dich alleine eine Weile zurückzuziehen, damit du die Wahrheit deines Herzens hören kannst. Du wirst sie als solche erkennen durch die Art und Weise, wie dein Körper darauf reagiert. Vielleicht spürst du eine himmlische Gänsehaut oder fühlst, dass alles plötzlich Klick und Sinn macht. Setz dich ruhig hin mit geschlossenen Augen und atme tief ein. Richte deinen ganzen Fokus auf die Geräusche deines Herzschlags und deines Atems und achte darauf, wie sie langsamer werden. Dann stell Fragen und horche auf die Antworten, die als Gedanken, Gefühle und Visionen zu dir kommen. Bitte den Himmel, dir Zeichen zu schicken als Bestätigung, dass du die Botschaften von oben richtig vernommen hast. Dann setze diese Führung entsprechend in die Tat um. Wunderschön, eine ganz, ganz tolle Botschaft. Ja, genau. Also, eine richtig schöne, ein schöner Hinweis auch von Mutter Maria, wie du es schaffen kannst, auf dein Herz zu hören, wie du ja, deine Seele flüstern hören kannst. Sollte dir das trotz dieser Anweisung trotzdem schwerfallen, dann melde dich gerne bei mir, denn das ist eine meiner Gaben. Ich höre die Seelen flüstern. Und ja, und natürlich sind Mutter Maria und auch ich sehr gerne für dich da. Ja, wunderschön, also richtig, richtig tolle Botschaften für diesen Monat. Für dich jetzt natürlich auch, nutze die Zeit jetzt im September. Ich hoffe, dass die jetzt mit den Wettermanipulationen es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, beziehungsweise da endlich mit aufhören, damit wir rauskommen aus dieser zusätzlichen Belastung und wir wieder mehr zu uns finden können. Ja, schön. Ich bin begeistert von den Monatsbotschaften, die ihr alle bekommen habt. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt fleißig in die Kommentare schreibt, das Video liked und ihr dürft es natürlich auch super gerne teilen, damit ganz, ganz viele YouTube-Zuschauer oder auch in anderen sozialen Netzwerken die Zuschauer davon profitieren können. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt einen wunderschönen, gesegneten September in der Liebe und im Licht der Urquelle. Der Frieden sei mit dir und bis zum nächsten Video, das kommt schon am Sonntag. Alles Liebe und alles Gute. Deine Barbara Masur. Tschüss.